Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Parables 13 Regime für den vergessenen Schatten. Wie versprochen bin ich jetzt am Ruhm-Dingsbums hier und wir machen das jetzt. Und es ist ausgegangen. Super! You disappoint me, Gita. I told you to take care of the intruders, and you failed. I will not tolerate your incompetence any longer. Master, I tried. Please. Enough! Your time with me is over. Wähle die passenden Symbole aus, um die Schatten zu besiegen. Okay, lesen bringt nichts. Nochmal neu, okay. Und so gelang es der Märchendetektiv, die Dunkelheit aufzuhalten und Anam und seine Bewohner zu retten. Die seltsame Krankheit verschwanden, alle erhielten ihren Schatten zurück. Der Herzog und die Herzogin erholten sich noch immer beim Heiler in den Bergen, aber sie waren auf dem Weg der Besserung. Der Schattengott war wieder er selbst. Er war nicht länger ein böser Schatten, oder eine leere Hülle in der Form einer Kerzenmachers. Endlich war er wieder eins. Er schwor Anam zu beschützen und all den Schaden, den er seines Wegs angerichtet wurde, wieder gut zu machen. Wie soll man das so schnell lesen? Ja, okay, das wird halt eine 5-Minuten-Folge. Egal. Ha, vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wie immer ein richtig geiler Teil. Ich mag die Teile von Dark Parables sehr, sehr gerne. Und die letzten drei werden wir selbstverständlich auch spielen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wie immer lasse ich die Credits durchlaufen. Wenn wir Glück haben, haben wir am Ende noch einen Teaser auf den nächsten Teil. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann im nächsten Let's Play.